So, wir kommen hier zum zweiten Let's Show von Brickforce. Diesmal ein bisschen intensiver im Karteneditor. Deswegen gehen wir jetzt hier in den Map-Edit von der EU-Server. The game crashed. So, wir kommen zum zweiten Let's Show von Brickforce. Heute gehe ich intensiver in den Karteneditor. So, man sucht sich wieder ein Serverhaus. Und am Anfang muss man sich etwas kaufen, und zwar folgendes. Bei den besonderen Items, nämlich alle Bricks-Ticket. Dort gibt es alle Bricks-Arten, die kosten 17.500 bzw. 3.000 von den entsprechenden Punkten. Ich habe mir diese schon gekauft und deswegen machen wir jetzt hier einen neuen Raum. Passwort, la la la. Lassen spielen, lassen wir. Kartennamen machen wir mal CTF oder einfach nur mal Test. Test ist besser. So, hier kann man sich die verschiedenen Himmelarten raussuchen. Heller Himmel, das. Wir machen einen hellen Himmel und hier gibt es eine Besonderheit, und zwar einmal 50x50 Felder oder 100x100 Felder. Diese hier sind jedenfalls einfältig und diese 15 Felder, die sind 5 Felder. Deswegen nehmen wir einfach mal die. Es gibt noch andere Sachen. Graustufen, Braunstufen, Grünstufen. Das muss man dann später machen. Hier kann man einsetzen, wie viele Spieler drauf spielen dürfen. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Schöne Fahrspielmusik. Aha, yeah. So, man fällt immer so auf die Karte rauf. Und wie man sieht, hier noch gar nichts. Oben hat man insgesamt 9 Felder frei für die ganzen Bricks, und mit der linken Maustaste kann man Felder setzen, mit der rechten kann man sie wieder löschen. Es ist jetzt auch egal, wie weit man von dem Standpunkt hier entfernt ist. Man kann es nicht so wie in Minecraft einfach mal ein paar Meter Entfernung ein Brick setzen. Wie man hier sieht, ist dieses Feld 5 Felder tief. So. Und darunter ist dann nichts mehr. Da fällt man runter und man ist tot. So, hier sind wir wieder an der gleichen Stelle. Machen wir uns mal gleich wieder zu. Schwapp, schwapp, schwapp. So. Kommen wir jetzt zu den Brick-Arten. Grüner Grasblick. Brick. Mann, Mann, Mann. Dann hier mit Blätter. Kann man eben so raussuchen. Drag-and-Drop-Prinzip. Sicherheitsstrahl. Was ist das hier? Flaggenpunkt rotes Team. Flaggenpunkt blaues Team. Erobere die Flagge, Spawnpunkt, bla bla bla, kann man eben alles sehen. Leitern, Container. Dann gibt es farbige Bricks, die eben nur Farbe haben. Dann gibt es noch Deko-Bricks. Feuer. Kanonen. Blinklichter. Zäune, Räder, Reifen, Wandlampen, kaputte Wand, Heizkörper. So, mit B kann man eben diese Brick-Sachen öffnen. Kann man hier auch noch drauf was bauen? Ja, da drauf kann man auch noch was bauen. Aber es sieht irgendwie ein bisschen doof aus. Keine Ahnung, was ich hier baue. Ich mach's einfach mal so. So, Block Nummer 2. So, Containerblock. Schaut so aus. Da kann man einen wunderschönen Container draus bauen.
ein wunderschöner Container. Nummer 4. So etwas, das ist sowas wie bei... Ja, was ist das eigentlich? Ich weiß es selber noch nicht so genau. Aber ist ja egal. Da gibt es hier auch Feuer. Der Brick, glaube auch sterben kann. Da gibt es auch noch stationäre MGs, zum Beispiel das hier. Wie kann man das mal besetzen? Das steht auch noch etwas in der Beschreibung drin. Löschwasser hinten dran. War, drücke E im Kampfmodus. Schade. So, gehen wir jetzt zur Stufe 7. Machen wir jetzt mal 8. Nehme ich das hier. Kann das auch drehen? Okay, cool. Hier kann man sowas Schönes bauen. Darauf kann man zum Beispiel hier ein paar Lampen. Kann man auch ein paar Gitter bauen. Die Sachen mal höher machen. Und dann machen wir jetzt hier noch eine Lampe hin mit der 0. Tja, somit sage ich mal... Oh, guck mal. Also der Fantasie ist freien Lauf. Man kann hier auch sogar Autos bauen. Interessant. Sitzt man hier so und pom 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 pom. Na gut. Das war's jetzt mal wieder von mir. Es gibt eventuell noch spätere, neuere Let's Plays oder sonstiges. Ich will jetzt hier nochmal gucken. Großes Blumenbeet. Blumen gibt es. Rampen. Wo drauf Blumen sind. Na, da kann man auch nicht mal raufspringen. Okay, da hat es gerade ein bisschen geleckt. Na, okay. Eben halt so, da war ja noch das zweite Geschütz, das möchte ich auch mal rotieren. Oha. Das ist schon ein heftiges Gerät. Besondere Bricks 51. Okay, super. Dann kann man hier auch sehen, wie viel das kostet. Nämlich 12.970 Punkte. Wenn man das alles bezahlen müsste. So. Deswegen sage ich jetzt mal, lasst der Fantasie freien Lauf. Noch so, ja, dann brauche ich schnell sowas noch. So, bang 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 bang. Oh mein Gott, maximale Anzahl erreicht von den Blöcken oder wie? Okay, es gibt sozusagen eine maximale Anzahl von Blöcken. Das finde ich auch gut. Ja, deswegen sage ich jetzt erstmal, lasst der Fahrt, dass sie frei laufen. Da stellt Karten. Bis dann, euer Evil Imperator.